Moin und zurück bei Battlefield 5 mit den Kriegsgeschichten jetzt in Nordlys, ja, 1943 Norwegen. Mal schauen, was da abgeht, mal schauen, wie lange die Mission dauert, mal schauen, wie oft ich fehle, ist hier reinstes, feinstes Noobplay. Und jetzt geht's direkt los. Ja, da oben steht noch ein bisschen was. Norwegen ist seit 3 Jahren besetzt, aber es herrscht kein Frieden, schließe dich dem Widerstand an, der versucht, einen Mitstreiter zurückzuholen, okay. Ben Nordly, Briefe 14, Herausforderung 10, Belohnung einzigartige Nahkampfwaffe, okay. Ja, auf Mittel und ab geht's. Rjukan, Norwegen. Okay. Während auf der ganzen Welt der Krieg tobt, legt sich der Schatten der deutschen Schreckensherrschaft über Westeuropa. Deutschland setzt 400.000 Soldaten der Wehrmacht zur Sicherung seiner Nordfront ein, um die norwegische Bevölkerung von 3 Millionen Menschen zu kontrollieren. Norwegens zerklüftete Küstenlinie ist gesäumt von Häfen der Kriegsmarine und Landebahnen der Luftwaffe. Die Bevölkerung wird von der Geheimpolizei ruhig gehalten. Rechte werden aberkannt, Personen verschwinden, kritische Stimmen verstummen. Kein Leben bleibt von der Besetzung unberührt, aber noch ist der Krieg nicht vorbei. Ja. 1943 war echt noch nicht vorbei. Ja, guck, sehr gespannt. Ich bin, glaube ich, eine Frau, ne? So, da sieht man jetzt hier übrigens auch die Ladezeit mit einer SSD. Ich weiß nicht, wie schnell das dann bei euch geht ohne SSD. Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Det kom ind som barn, fortalte de mig historier om skabninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt. Etter de Monstren i skogen. Vor 3 Tagen siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig.
Vannet i dette anlegget mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster. Her, i denne bygningen, fatter du? Was sie da drin produzieren am Fafra. So, das ist hier auf Shian. Okay, wir finden den vermissten Widerstandskämpfer. Okay. Was ist hier jetzt wirklich runter? Ich probiere es einfach mal. Ups. Ah, okay. So, ich will kurz mal gucken, wie hier den Ah, okay, die Bretter kann ich wieder rausholen, okay. Alter, hör auf, da irgendwelche Sachen zu schmeißen. Fiender vorut. Messer. Wie geht das mit dem Messer werfen und so? Ich will gerne ein Messer werfen. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt gerade mache. Fern von jeder Gefahr, okay. Das haben wohl die Kommandosoldaten hier. Ja, wie kann ich denn nochmal ein Messer werfen? Das weiß ich gar nicht genau. Sorry dafür. Hier, guck mal, schalt einfach.
möchte er. Wir haben eine. Wo geht's denn hier lang? Muss ich da rein oder muss der nicht rein? Das ist auch nur Vorposten wieder, ne? Ich geh da mal hin. Da gibt es schon Sachen zum Sammeln oder so. Lauter. Viel zu laut. Oh, Sniper. Mit oder ohne Schalldämpfer? Soll ich das sagen? Nee, lieber nicht. Schlechtes Gefühl gerade. Ja, ist die Frage, ne? Sniper ist natürlich nicht schlecht, aber ich würde eigentlich lieber die Handgun mitnehmen. Weil die ist schon leise. Ah, hier oben gibt es auf jeden Fall eine schöne Sniper. Das hier eine MG oder eine Maschinenpistole, hat er gesagt. Erstmal ausmachen hier. Schade, gibt es nichts weiteres zum Mitnehmen. Das ist schade. Nein, wir gehen weiter. Das war für mal Unruhe, aber es ist wieder. So, ich kann natürlich jetzt wieder oben hochgehen, weil ich muss ja eh lang. Mach ich mal nochmal. Dafür wäre natürlich die Sniper besser jetzt mitzunehmen, aber ich habe keinen Schalldämpfer drauf, wie gesagt. Das ist Risk dann, ne? Lassen wir mal lieber. Oh, fuck. Okay, das war gerade ziemlich scheiße. Nein, ich schaff das aber. Schade. Das Monster aus dem norwegischen Wald ist da. Gut, das hätte ich auch besser machen können, aber so geht's auch. Mehr irgendwo.
hier ist alles aufgeschreckt, was man aufschrecken kann hier in der Gegend. Ich glaube, gleich ist es nicht mehr. Das gefällt mir hier, also nicht gut. So ein Objekt. Haben wir hier einen Sniper wieder. Oh, mit Schalldämpfer. Die nehme ich mit. Die backen wohl gerade ein bisschen. Gut für mich. Da ist alles First Try. Ich habe so noch nie gespielt. Ich muss mal klarkommen hier. Ich brenne. Warum brenne ich? Warum brenne ich? Hä? Was war das denn jetzt? Ah. Wo sind denn alle hin? Noch vier Schuss. Shit! Sniper-Muni. Ja, das war jetzt gerade nicht so schlau, aber passiert. War auch gerade irgendwo einer. Oh, war auch so.
Shit, brennen jetzt hin. Nein, ist schon wieder Alarm. Alarm. Heini. Boah. Nein, nicht. Boah, schau. Hat nicht funktioniert. Nochmal. Gar nicht so einfach. Und das auf Mittel. Da kam es auf einmal überall aus den Löchern. Flammenwerfer, alles, was man haben möchte. Gut, dann muss ich es halt nochmal machen. Scheiße. Gleich wieder Alarm. Ich meine, ich könnte theoretisch einfach rechts lang gehen, ne? Ich bräuchte noch nicht mal die Leute abschießen. Mach's aber trotzdem. Aber wie gesagt, erstmal einspielen hier. Da hochgekommen wäre, hätte ich sowieso alles geschafft, hätte ich alle nacheinander hier abgestimmt können, aber nein, ist verkackt. Was haben wir hier? Neue Sniper.
rennen die denn alle hin? Na gut, das wegrennen, aber wo rennen die hin? Ja. So, wo sind die Schalldämpfer von Sniper? Wo ist die denn? Da. Nehme die jetzt mal mit, unten habe ich noch eben Waffe. Nee, ist die ja gar nicht. Da ist sie. So, einen Schuss habe ich da noch drin, ne? Ich nehme die jetzt aber trotzdem mal mit. Weil, unten habe ich gerade Munition irgendwie gesehen oder so. Habe ich zumindest. Da müssen wir hart auch gerade hart konzentrieren, wie wir das hier alles gut schaffen. Ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Ein-Mann-Armee müssen hier durchkämpfen. Ich habe auch schöne viele neue Waffen. Das ist ja eigentlich ganz gut. Die kann man alle mal kurz prüfen oder antesten aus und so. Norwegische Häuser hier. Schön warm. Ich könnte auch mal irgendwo Munition für mich lassen. Na, ich bin Sniper, das wäre ganz super. Aber leider nein. Ja, ich brauche auch Sniper-Muni. Das ist unsere Bogie nicht. Nee. Ich dachte, hier wäre irgendwas Collector-mäßiges zum Sammeln halt. Aber irgendwie denn doch nicht. Schade aber auch. Naja, müssen wir halt so weitermachen. Einer ist ja entkommen, haben wir vorhin gesehen, ist über die Brücke gerannt. Naja, probieren wir es mal so, ich habe noch nicht wirklich viele Schuss. Ah, mit Schalldämpfer. Ja, nimm die mal mit, wir haben Muni, glaube ich. Bazooka, okay. Okay, alles klar.
Was? Langsam mal alle hoch hier. Alter. Rambazamba. So und nicht anders. Bald ist jetzt mal drin, ey. Gehen wir da mal hin, wa? Kannst du die alles viel, viel besser machen, nicht so wie ich. So ist es nämlich gerade machen, verstehe ich nicht. Rotflinte, ja. Hätte die Tür über die Seite gehen können hier und so, also. Warum zu spielen und ihn direkt zusammen, ich weiß. Ganz schön großer Komplex hier. Auf jeden Fall. Kommen die alle hin? Wo sind die alle? Sieht schon ganz geil aus hier. Ja, hab ich jetzt alle schon abgemurkst oder was? Natürlich gar nicht schlecht. Ich glaube, hier gehe ich ja wieder raus.
Hä? Ich glaube, es ist nicht richtig, was hier gerade machen. Ich weiß gar nicht, ich gehe jetzt einfach mal hier mal weiter. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich müsste die eigentlich finden, die Vermisste, aber kann sein, dass die oben im Häuschen ist. Eben da oben. Die sind alles so leer, ey. Ein bisschen gruselig hier. Das war auf jeden Fall räuspern, aber da geht nicht was. Okay, da kann ich zum Beispiel nicht hin. Da muss ich da doch wohl rein, wa? Toll. Einen roten Punkt habe ich auf dem Radar, wie man sieht. Aber der hängt ja wahrscheinlich oben in dem Turm drin. Ja, wir gehen mal wieder zurück. Ich hab gedacht, da irgendwo rein. Tja. Gerade ein bisschen überfragt. Das ist hier oben. Ist da oben, eine Leiste 30 Meter. Oh Mann, voll verpeilt. Sieben Meter hinter der Tür. Ja, du her? Fullt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem, Solveig. Da, jeg skal slås her. Alarm! Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nødt å stoppe det. Kom igjen, følg meg. Hva har skjedd? Skal til deg? Nei, Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for ham. Så snill, mamma. Ikke så snill. Det kommer flere soldater. Jeg må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. Der. De kommer snart. Pass døra. Skynd deg! Hvor kom de den? Her, her. Skynd deg! Vent! Jeg leter fortsatt! Hva? Søren, hvor er det?
kommer flere. Vi må dra. Nei, vi må ikke bli oppdaget. Mach hin da. Hallo. So, wie lange brauchst du denn dann die Schubladen durchzuwühlen? Ich fand da. Geht doch. Bei einem Headshot wiederbeleben. Wie doof sind sie. Hier ist bestimmt wieder so ein obergepanzerter Macker hier. Die ganzen Jahre nicht.
Treffpunkt an der Brücke. Große fucking Brücke. Was halten wir aus? Alter! Gar nicht lustig. Ah, das soll nochmal für mal rumgeräuspert hier, aber ich kann es gar nicht ändern, ey. Das ist halt Winter, Alter. Ich sag's dir nochmal. Oh. Aushalten, ne? Wenn man nicht im Kopf trifft, dass sie aushalten. Unglaublich. Ah, der Ohrmuckel ist dann da irgendwo. Glaube ich.
Was, wie, wo? Hä? Muss ich hier rüber, oder was? Komm her. Lass die Wille. Nur mich Angst. Oh oh. Schluss! Genug! Es reicht! Es reicht! Noch tot! Und die oben Augen! Ich schau das Schere! Du willst wären Däler nicht erleiden lassen. Stopp! Wer so schnell! Senk Wuppnene! O Kommandon! O Kommandon! Fulvei! Det är Kommando. Det är dotter mig. Meine Tochter! Lass die Villa. Ich habe einen Drop. Verstehst du? Okay, es geht noch weiter, cool. Ja, schweres Wasser ist, glaube ich, für Atombombenproduktion, glaube ich, ne? Wie war das? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. So, das sind natürlich keine Waffen mehr, sondern nur noch Messer. Ich bringe den Tornister zum toten Briefkasten. Wo ist weg hier, ey? Eine Kühlung. Wärmequelle. Eine Wärmequelle? Wo soll ich denn hier eine Wärmequelle finden? Ja, ich muss von Wärmequelle zu Wärmequelle laufen. Das ist auch blöd. Wenn wir überall Fischbrunnen haben, zum Schnee, dann gehen wir lang, nach. Da waren ein paar mehr Leute, wa? Ja, gar nicht. Können wir mit dem Rad fahren hier? Nee, dann nicht. So, weiter geht's. Lass mich gerade nicht wohin. Oh, shit. Wenn ich laufen soll, einem ja auch eigentlich warm werden, ne?
Moment, das haben wir gleich. Jetzt zieht ganz schön die Waffe. So, Wegweiser, wo muss ich hin? Ist hier irgendwo eine Anzeige für Wärme und Kälte? Nee. Ich glaube, ich bin hier richtig. Jetzt verlieren. Das ist. Nimm es. Wasser. Jetzt erfriere ich hier oder was? Hoffentlich nicht. Weiter. Mama. Jeg gjorde dette for deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mamma. Ikke gå. Mama, bli med. Slipp et licht, må si hin. Steh auf, zieh. Nein, nicht immer. In der Kälte einfrieren hier. Woken up. Ganz schön unheimlich. Sulwei, woken up.
einer drin ist in der Bude hier. So, schon mal, geht's noch weiter oder was? Das ist ja richtig lange die Mission. Som du kan se i de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Ja, ok. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Jeg kunne okay, mamma. Du har lagt igjen instrukser. Okay. Jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Ja, da geht's ja wohl noch mal weiter, wa? Ich will jetzt hart sein. Ich frage jetzt einfach nur, ob ich rutschen sollte. Ich glaube eher nicht. Stopp. Hab ich eigentlich noch mein Messer? Ja, hab ich noch. Das ist endlich wieder hell hier. Hä? Ja, da. Wir hier? Bazooka. Ich nehme mal jetzt mit. So, was kann ich denn hier jetzt machen? Nix oder was? Warte mal. Achso, ich bin noch gar nicht da. Ach so, ich bin noch gar nicht da. Wo ist denn das Dorf? So, Moment. Nein. Wo ist das Dorf? Fahre ich jetzt hier richtig oder nicht? Fußspuren und so, ich hoffe ja. Warte mal, von der Hütte komme ich doch. Dette må være bygda de har markert på planen. Jeg må finne politistasjonen. Komm ich von hier? Ah, hier ist das Dorf, alles klar. Ja, richtig. So, zerstöre irgendwas. Bitte einfach hinschießen. Das wollte ich nicht. Ich glaube, das geht so nicht. Wäre natürlich easy, wenn ich mal hier oben einfach rumschießen könnte.
Ja, wir gehen erstmal runter. So, sind welche in den Häusern drinnen? Nee, gut. Da rennen ein paar Leute rum. Ist unten im Keller oder was? Mist, wir müssen unten rüberkommen. Dokumenten sind nur unter Backen. Den metallryggen. Der kommt. Oh nö. Uko, tu ja. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wie der steuern soll. Ich weiß nicht, wie der steuern soll. Alter, sind wir nicht eingestellt. Oh, raus hier. Ja. Hä? Was ist denn das für eine feine Steuerung, ey? Ich kann überhaupt nicht lenken, ey. Alles durcheinander. Was ist los? Oh Mann, das muss ich den ganzen Kack bestimmt nochmal machen. Oh, sorry, Leute. Aber das kennt ihr ja nicht anders von mir. So ist es halt. Alter, was ist denn das für eine Steuerung, Alter? Setz die rein, willst links und rechts gucken. Was ist? Nix. So, okay. Aber das eine habe ich geschafft, das ist schon mal gut. Was tust du denn? Kann er noch schaffen. Depot. Müssen wir jetzt irgendwie hinfahren oder so, weil hinlaufen ist ja scheiße. Hier ist nichts mehr. Fahren. Naja. Da ist ein Krat. Das. Jetzt bringe ich die Leute hier um die Ecke hier. So. Oh, das ist noch einer. Kommt der noch mal her? Die Messer sind echt immer, ne? Aber sie funktionieren. Mann. Wo muss denn jetzt hin? Ich fahr mal zum Gitarre hoch.
Die haben mich wohl gehört. Nein! Zerstören, okay, warte mal. Wo wollte ich jetzt die gehabt? So, die kann ich. Nein. Nein. Wie kann ich die denn schmeißen? Ah, okay. Steigen oder nicht? Nee. Toll. Oh, krass. Da haut er mir hier eine Bazooka rein. Ich wollte gerade den Wagen nehmen zu fahren. Wo muss ich hin? Na, da glaube ich, ne? Hui! Harte Mission, nur. Mann, Mann, Mann. Ich will gar nicht wissen, wie das auch schwer ist. Mal mit wieder, okay. Genau, was mitnehmen wir. Was haben wir hier jetzt genommen?
mehr. Hab ich gesehen. Ein Schuss noch. Wow, ich hänge fest. Oh, scheiße. Ja, toll, nur weil ich da oben festhing, ist wieder Mist. Oh nein, du. Ich muss das wieder erst von vorne machen. Oh nee. Oh, was für eine Mission, Alter. Ich kann sowas ja eigentlich gar nicht ab, so lange Mission Mate zu sein. Ich fände es ja besser, wenn es unterteilt wäre, aber wir ziehen es hart durch hier. Weil irgendwann lässt auch die Konzentration nach, um echt zu sein. Aber nun gut. Der war kein Supplementeplan. Dann wäre ich eigentlich ganz gut geschlagen und zum Ende war es halt Mist wieder. Und wie gesagt, die Zeit rennt davon hier beim Spiel. Also mehr oder weniger nicht beim Spiel, sondern hier, bei mir jetzt privat, weil ich habe jetzt eigentlich gar keine Zeit mehr. Es ist viel zu lange, die Aufnahme. Dass man nicht zwischenspeiern kann, ist ja cool.
Det må være dit punkt. Geile Sniper. War da unten, ne? Gefällt das hier gerade nicht? Überhaupt nicht. Alarm oder was? Scheiße, rennt zum Alarm. Nicht zum Alarm rennen. Lass das. Penner. Muss jetzt hin? Spiel den Besatzerstützpunkt aus. 800 Meter. Tschüss. Moment. Oh. Die fliegt da super, ey. Ah, shit, ey. Hier den Besatzertreffpunkt aus. Okay. Braucht mein Fahrzeug. Riesige Maps und so eine riesige Mission geht ab. Ach, krass, bitte. Hier steht noch einer rum, wartet auf mich. Hör mich mal.
okay. Wir können uns also aufmachen. Wo soll ich jetzt hin? Ach Mann. Also die Wegfindung ist ein bisschen doof hier im Spiel, das habe ich auch schon festgestellt, aber... Naja, die wollen das halt so haben, dass wir jetzt erstmal ordentlich gegenrennen und so. Ist hier nicht vielleicht auch noch ein Fahrzeug? Ja, lieber ein Jeep oder so, ne? Ich hab einen Namen. Kann ich einfach so einen See fahren eigentlich? Oder soll ich da rein? Ich probiere es einfach. Sieht wie geil aus, wenn hier irgendwo hin ist. Gerade hier mit auf dem See fährt, rundherum müssen die... Das ist gleich da. Ah, ja. Aber es funktioniert. Kann ich ja eigentlich an der Kamera wieder anstellen. Das war jetzt auch richtig, ey, das geht jetzt immer. Moment. Ja, war mal ja. Ich hab wohl gehört, wa? Sniper. Ach, hab ich ja sowieso. Mit Schalldämpfer oder ohne? Ohne. Na, sauber. Oder stand da eigentlich nur spielen? Egal. Moment. So, nu? Was soll ich jetzt machen? Ja. Ich verstehe gar nicht, was ich machen soll. Da geht's rein, da rein. Er kommt hier in Dano. Hätte ich die gar nicht abschießen dürfen.
Was soll ich jetzt tun, verdammt nochmal? Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll hier. Tja, und jetzt? Habe ich jetzt gerade eben so geschummelt, dass das Spiel jetzt gerade nicht kapiert oder so? Ich weiß gar nicht, was ich machen sollte. Du, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich hier die Dings sprengen oder so? Hab nichts zum Sprengen. Da komme ich nicht rein. Hä? Was ist das denn für ein Kram hier? Oh, super, ey, Spiel, ey. Lass mich jetzt nicht im Stich hier. Was ist denn das? Ja, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich muss mal kurz auf YouTube selber gucken. Weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich stehe jetzt hier doof rum. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Keine Ahnung, ey. Saubere Sache. Oder auch nicht. Ich muss mal eben selber gucken, weil ich weiß nicht, was da los ist. Keine Ahnung. Ich will jetzt auch gerne unterbrechen hier und das pausieren, aber mach ich jetzt nicht. Gibt's ja nicht, ey. Was soll denn da Mist? Was machst du da? Ja, wie gesagt, da müsst ihr mit mir durch. Ich weiß nicht, was das soll. Keine Ahnung. Wie gesagt, das ist ganz, ganz komisch. Verwundert mich auch gerade. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. So, gucken hier. Das ist alles unterteilt. Scheiße. Mann, Mann, Mann. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dö, 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 dö. Läuft, 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 läuft. Ach Mann. Ah, jetzt muss ich es halt unterbrechen und dann muss ich irgendwie anders weitermachen. Ich weiß nicht, was das soll. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das soll. Ah.
Na geil. Ja, vielleicht buggt das auch gerade. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Hier steht, hier ist der Wegweiser. Ich bin da. Nichts passiert. Ich, das ist doch scheiße. Echt. Muss hier die Fässer in Luft jagen? Dumm nicht. Muss hier irgendwo hoch. Ich weiß nicht, was es soll. Ja, ich unterbreche jetzt erstmal hier die Aufnahme. Das muss ich irgendwie nochmal angucken. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Dann werde ich es irgendwie anhängen. Bis demnächst. Oder bis gleich. So. So, hier wird einfach mal vom Checkpoint vom vorigen gestartet und bin hier nochmal rumgefahren. Ja, ich bin hier einfach über den See gefahren und einfach hier angehalten. Jetzt steht hier auch, infiltriere den Bunker. Das war vorher nicht da. Also hat es vorher noch gebuggt. Also schon mal Mist, ganz ehrlich. Also das war lach am Spiel, nicht an mir. Dementsprechend geht es auch jetzt weiter. Also... richtig nervig, dass es so ist, aber kann ich leider nicht ändern. Aber schon ein bisschen betrügerisch, ne, vom Spiel hier. Mich da erstmal direkt buggen, also das Spiel am Buggen ist und ich erstmal nicht weiterspielen kann. Das finde ich schon ganz schön scheiße. Alarm. Was macht er denn? Was soll das? Jetzt die Tür auf, ich glaub's nicht. Gut, da muss ich erstmal drauf klarkommen. Verdammt.
Oh, was geht hier ab? Was geht hier in dem Spiel ab, ey? Das ist echt krass, wie weit oder wie lang die Missionen gehen. Also man hätte vielleicht die auch alle unterteilen können. Aber ne, meine. Wir teuern die Lastbiet, ne? Sehr schlau. Was habe ich denn an Waffen dabei? Astrid? Wo ist Astrid? Bild, schwarz. Cool, so ein geiles U-Boot hier. Widerstand war ein Krieg der kleinen Aktionen und knappen Rettungen, bei denen immer auch die eigene Familie auf dem Spiel stand. Viele Norweger verloren beim Kampf für den Widerstand ihr Leben. Ich dachte eigentlich, die meisten Norweger wären auf unserer Seite gewesen. Nicht? Okay. Kann sein. Weiß nicht, muss ich über Wikipedia nochmal durchlesen. Schweres Wasser war ein wichtiger Bestandteil der deutschen Pläne zur Herstellung einer Atombombe. Atomwaffe, Entschuldigung. Ein gewaltloser Kommandoangriff zerstörte im Frühjahr 1943 die gesamte norwegische Produktion von schwerem Wasser. Okay. Ist es jetzt wirklich so? Es gelang dem deutschen Uranprojekt nicht, eine funktionierende Atombombe zu herstellen. Blablabla. Gut, das wusste ich jetzt gar nicht, dass es so ist. Trophäe erhalten: Storefugla, Fanga, Ingi, Flugor. Okay, alles klar.
Hab's verstanden. Ja, nice Mission eigentlich, aber vielleicht buggy halt, ja. Also das war halt ein bisschen doof gleich, oder vorhin. Muss ich halt nochmal den Checkpoint neu starten, dann bin ich da einfach über den See gefahren und dann war gut. Komischerweise, warum auch immer, aber es war halt ein bisschen buggy. Also wie gesagt, müsst ihr halt vom nächsten vorigen Checkpoint starten. Dann könnt ihr da vielleicht einige Bugs umgehen. Und ja, Mission geschafft. Einige Fails natürlich drinne, aber man hat einiges gesehen. Und bei mir wird natürlich nicht nur das schöne Spiel gezeigt, sondern auch natürlich das schlechte und das Noob-Play. Und ja, gleich mal gucken, was ich dann alles gefunden habe. Ich habe natürlich nicht viel gefunden, aber ein bisschen zumindest. Mal gucken, wenn es dann laden würde. So, was haben wir denn da gefunden? So, Briefe 3 von 14, Herausforderungen 3 von 10, also eigentlich gar nichts. Naja, gut, hat zumindest lang gedauert, die Mission. Läuft so mal. Und dann als nächstes Trialeur oder was, wie das ausgesprochen wird, weiß ich nicht. Und danke fürs Zusehen und Zuhören. Reingehauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.